bei RFH aktuell am Mittwoch. Das sind unsere Themen heute. Zwischen Cockpit und Popcorn. Messeaktiv im Wernigeröder Flugzeugmuseum. Tonnenschwere Maschinen am Schwanenteich in Halberstadt. Spiel und Spaß. Cäcilienstift-Kitas im sportlichen Wettkampf in Halberstadt. Schaurig schön. Impressionen von Halloween in Westerhausen. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Zwischen Cockpit und Popcorn. Messeaktiv im Wernigeröder Flugzeugmuseum. In diesem Jahr findet die Berufsbildungsmesse des Landkreises Harz vor einer außergewöhnlichen Kulisse statt. Wir haben festgestellt, dass eigentlich sehr viele Unternehmen Interesse an dieser Messe haben und ausstellen möchten. Im IGZ waren wir einfach räumlich doch sehr begrenzt. Wir kriegten keine zusätzlichen Unternehmen mehr hinein. Es wurde immer enger, sage ich mal. Und die Schüler hatten auch nicht so die Möglichkeit, sich einen großen Überblick zu verschaffen. Die sind dann tatsächlich an den Ständen, war es immer sehr eng, zum Stehen bleiben. Deswegen haben wir gedacht, wir müssen mal irgendwo anders hin, wo mehr Platz ist. Und da bot es sich an, hier mit dem Luftfahrtmuseum, das ja viel Technik sowieso zu bieten hat, dann auch die Messe zu veranstalten. Wir haben hier sehr gute Bedingungen vorgefunden, sind sehr unterstützt worden von dem Museum und haben auch im Außenbereich die Fläche, um größere Maschinen auch mal hinzustellen. Und das ist, glaube ich, sehr gut. Zwischen Flugzeugen und Hubschraubern stellen 25 Unternehmen und Institutionen der Region vor allem Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Metall und Elektro vor. Die große Halle des Flugzeugmuseums wurde dafür zur Verfügung gestellt. Unser Anliegen ist natürlich, junge Menschen an Technik heranzuführen. Und wo kann man das besser als in dieser Umgebung, wo eben sowieso schon viel Technik ausgestellt wird? Wir suchen ja alle händeringend nach Fachkräften. Wir müssen unsere Jugend an technische Dinge, von denen wir ja letztendlich alle leben. Deutschland ist ja Bildungsland und wir haben jahrzehntelang von der guten Ausbildung gelebt. Das muss fortgeführt werden und deswegen ist es mir ein Anliegen, halt auch das Museum für solche Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Einige Schüler haben schon konkrete Vorstellungen von ihrem zukünftigen Beruf. Andere wollen sich gern näher über die ausbildenden Betriebe informieren. Ja, also wir erwarten erstmal, dass sich die Schüler hier gut informieren können, was sie vielleicht später mal in der Ausbildung haben möchten, weil kann nicht jeder studieren. Und ich hoffe, dass sich halt die meisten Schüler hier informieren und vielleicht auch einen Eindruck kriegen, was eigentlich möglich ist. Am liebsten würde ich so in den Programmierungsbereich gehen von Maschinen oder Mechaniker. Ja, beim Bund wahrscheinlich die Psychologie zu studieren und dann, ja, mal sehen. Mit Popcorn werden die Schüler an den Stand des VDI gelockt. Denn unser Land braucht auch gut ausgebildete Ingenieure. Ja, neben Literatur wollen wir natürlich auch mit anderen Sinnen auf Technik aufmerksam machen. Und da ist natürlich auch Lebensmittelindustrie ist natürlich ein Zweig, der sich mit Technik beschäftigt. Und dementsprechend auch mal ein Beispiel aus einem anderen Gebiet, Verfahrenstechnik, Lebensmitteltechnik und eben Literatur, um auf Ausbildungs- und Berufsfindungsmöglichkeiten für Ingenieure aufmerksam machen zu wollen. Auch die Kreishandwerkerschaft informiert über Ausbildungsmöglichkeiten und wie sich Jugendliche weiterqualifizieren können. Das Nachwuchsproblem, das hat sich in den letzten Jahren immer weiter verstärkt. Und in der letzten Freisprechungsveranstaltung, die in Wernigerode stattgefunden hatte, mit beiden Kreishandwerkerschaften, da ist ganz klar zutage getreten, dass in einigen Gewerken, zum Beispiel Heizungssanitär, beziehungsweise auch im Dachdeckerbereich, dass da große Nachwuchssorgen sind, wenn man überlegt, Abgänge, man gerade ein oder zwei Absolventen, die den Gesellenbrief letztlich in der Hand halten konnten. Aber es gibt auch Leuchttürme, muss man sagen, in der Freisprechungsveranstaltung mit Harzbode und der Kreishandwerkerschaft Wernigerode zusammen. Da hatten wir sogar aus dem Kfz-Bereich, hatten wir drei Jugendliche, die im Februar ihre Gesellenprüfung erfolgreich absolviert haben und hatten die Zeit nicht verstreichen lassen bis zur Übergabe der Gesellenbriefe im September und hatten in dieser Zeit tatsächlich schon erfolgreich ihren Meisterabschluss geschafft. Und
Zwei Betriebe sind sogar dabei, ja, ich glaube zwei Betriebe waren es, wo man tatsächlich sagen kann, dass die Übernahme und die Übergabe der Betriebe innerhalb der Familie in der dritten Generation erfolgreich absolviert werden konnte. Das freut uns natürlich sehr, aber es gibt auch so kleine Problembereiche, wenn wir daran denken, am Bäcker und Fleischer. Wir wissen alle, ja, das ist unser tägliches Brot im wahrsten Sinne des Wortes, was wir brauchen, und da fehlt uns ganz, ganz stark der Nachwuchs dabei. Wer Hilfe und Unterstützung braucht, kann sich auch jederzeit an die Agentur für Arbeit wenden. Dass Technik nicht nur Sache der Männer ist, zeigen auch die Frauen. Ja, ich bin halt drauf gekommen, weil ich halt damals schon viel mit Schrauben und sowas zu tun hatte. Und, ja. Und begeistert sprechen Auszubildende über ihren Traumberuf. Also ich lerne Elektroniker für Automatisierungstechnik. Automatisierungstechnik ist bei uns im Grunde das Programmieren von verschiedenen Geräten, wie zum Beispiel auch Anlagenteilen, dass wir jetzt zum Beispiel Sensoren oder Zylinder, die halt jetzt an der Maschine zum Beispiel einen Biegevorgang durchführen sollen, dass wir das alles programmieren, dass das auch wirklich klappt. Bei uns zählt aber auch noch mit rein, wir sind halt auch zur Instandhaltung mit da. Und das heißt auch, dass wenn jetzt zum Beispiel an der Anlage mal eine elektrische Komponente kaputt ist, dass wir die Bauteile austauschen, dass wir auch mal Kabel tauschen oder da was neu verdrahten, dass was Neues dazukommt. Ja, also es ist auf alle Fälle sehr vielfältig und macht auf alle Fälle Spaß. Und ich sag mal, das ist ja auch wichtig. Anfassen, ausprobieren, erleben. Schüler können sich bei verschiedenen Angeboten selbst testen und sie erfahren an den Ständen alles über Berufsinhalt und Weiterqualifizierung. Industriebau Wernigerode sucht zum Beispiel im Bereich Bau, also Betonbauer, Maurer, wie auch duales Studium. Und wie gesagt, wir müssen verstärken. Unsere Mannschaft ist vom Alter her doch eigentlich schon recht alt und von daher bilden wir auch gerne aus. Duales Studium, was bildet das für Vorteile? Das bildet Vorteile dahingehend, dass die Jugendlichen von Anfang an schon rangeführt werden an den Beton, an das Mauerwerk und lernen auch parallel die Abläufe auf der Baustelle vom Anfang bis zum Ende und parallel das Studium. Bessere Ausbildung kann es nicht geben. Wer einen Beruf näher kennenlernen möchte, der sollte auf jeden Fall ein Praktikum mit dem entsprechenden Unternehmen vereinbaren. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Donnerstag wird grau ohne Niederschlag. Morgens ist es vielerorts bedeckt bei 5 Grad. Im weiteren Tagesverlauf wird es windiger und der Höchstwert von 9 Grad wird erreicht. Am Abend wird es klarer mit überwiegend blauem Himmel und einzelnen Wolken. Nachts ist es bedeckt bei Tiefstwerten von 7 Grad. Der Freitag wird ähnlich mit Böen zum Abend und Höchstwerten von 9 Grad. Jetzt noch größer, noch schöner, noch besser. Monsator in Wernigerode, Ihr Spezialist für Küchen- und Haushaltsgeräte in der Minzlebener Straße. Profitieren Sie von kompetenter Beratung, Verkauf und Küchenmontage aus einer Hand. Entdecken Sie außerdem die Hausgerätevielfalt bei Monsator. Mit aktuellen Geräten von Miele, Siemens, Bosch, Gaggenau, AEG und vielen weiteren Herstellern. Nutzen Sie auch den professionellen Haushaltsgeräte-Reparaturservice für Waschmaschine, Kaffeevollautomat und Co. Monsator, Ihr Hausgeräte- und Küchenspezialist in Wernigerode, Minzlebener Straße 43. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Yippie, yippie, yippie! Aus alt macht neu. Beim Kauf einer Garnitur gibt es auf den passenden Sessel 50% Rabatt. Nutzen Sie das Vorteilsangebot bis zum 18. November bei Möbel Müller in Thale.
Und profitieren Sie von erstklassiger Serviceleistung, Gratisentsorgung der Altwaren, kompetente Expertenberatung und 0% Finanzierung bis 24 Monate bei Möbelmüller in Thale. Yippie, yipp! Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Sie sind herbstlich willkommen im Preissturm bei EP Schubinski. Der sorgt für saubere Sachen dank modernster Technologie von Miele und dem Waschvollautomaten mit Schontrommel, Mengenautomatik und Restzeitanzeige für 779 Euro. Und schranktrocken wird die Wäsche im Nu mit dem Grundlichttrockner mit Wärmepumpentechnologie für nur 599 Euro. Bewährte beutellose Cyclone-Technologie bietet der Dyson Pro für 249 Euro und gemütlich wird's dann mit Spezialitäten aus dem Jura Kaffeevollautomaten mit Wassertank und Aufschäumdüse für 579 Euro. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gern ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Spiel und Spaß. Cäcilienstift-Kitas im sportlichen Wettkampf in Halberstadt. 11 Teams der Kindertagesstätten vom Cäcilienstift aus dem ganzen Landkreis treten in der Sporthalle Völkerfreundschaft gegeneinander an. Im Vordergrund steht aber nicht die sportliche Leistung, sondern der Spaß an der Bewegung. Ja, heute ist eine öffentliche Veranstaltung der Kindertagesstätten, aller Kindertagesstätten der Stiftung, inklusive Frühförderung aller Kindertagesstätten im Hü, Wernigerode und Halberstadt, Anderbeck, Aderstedt, Dedeleben, Schlandstedt, Papsdorf vom Hü her und Wernigerode eben und dann Kita-Gröperstraße, Rappekiste und Hort der Lakomi-Schule sowie Marie-Hauptmann-Stiftung aus Halberstadt.
die Initiative von den Leiterinnen ausging und von Sabine Brennecke, der Bereichsleitenden, und dass es aber in den Kindertagesstätten Feuer gefangen hat, sonst wäre das so nicht. Bin auch ganz erstaunt, wie voll es in den Rängen ist. Die Zuschauer auf den Rängen jubeln ihren Favoriten zu. Angeheizt wird die Stimmung durch die Gruppe der kleinen Cheerleader, die eine Choreografie eingeübt haben und ihre Tanzwedelpuscheln zum Takt der Musik bewegen. Wir haben einmal im Jahr im Bereich Kindertagesstätten eine wirklich öffentliche Veranstaltung und in diesem Jahr ist es eben etwas sportlich Spaßiges, wie wir merken, ja. Diese öffentliche sportliche Veranstaltung ist die erste ihrer Art im Bereich des Sizilienstiftes, wird aber sicherlich nicht die letzte sein. Denn so kommen die Kindereinrichtungen mit ihren Kids, Erziehern und Eltern auch näher in Kontakt. Das Anliegen ist also, eine Möglichkeit zu schaffen, die allen zugänglich ist und die auch die Leute zusammenbringt. Also sowohl Eltern und ihre Kinder als auch die Einrichtungen untereinander. Wir machen vieles als Einrichtungen untereinander und das ist, finde ich, nochmal eine neue Ebene. Ich bin ganz froh, dass es in den Kindertagesstättenbereich eingefallen ist. Mit lustigen sportlichen Spielen wird der Ehrgeiz geweckt. Wer hat die Nase vorn? Angefeuert vom Publikum gibt jeder sein Bestes. Und jetzt ist gerade so ein Luftballon-Hockey dabei. Jede Mannschaft steht als Staffel da und die Antreiber sind nun ganz großartig schon in Stimmung und im Anfeuern. Es sind einfache Übungen, die jeder ausführen kann. Ob Sackhüpfen oder das Rutschen auf den Scheuertüchern, der Transport mit einer Decke oder das schnelle Anziehen eines Kindes als Vogelscheuche. Sowohl Aktive als auch Zuschauer haben da ihren Spaß. Und es ist natürlich auch die Begeisterung der Eltern, die dabei ist, inklusive Großeltern, nicht zu vergessen. Manchmal sind es nur wenige Sekunden, die über den Sieg entscheiden. Für die Besten gibt es Prämien zwischen 50 und 150 Euro. Zu verdanken ist das den zahlreichen Sponsoren, die wieder die Veranstaltung unterstützt haben. Sieger bei diesem Wettkampf ist die Marie-Hauptmann-Stiftung mit ihrer Leiterin Ulrike Zachau. Aber gewonnen haben alle Teilnehmer, denn jeder hat viel Spaß gehabt. Tonnenschwere Maschinen am Schwanenteich in Halberstadt. Die Fische wurden umgesetzt und tausende Liter Wasser abgelassen. Der Schwanenteich in Halberstadt mit einer Fläche von etwa 1500 Quadratmetern wird entschlammt. Das letzte Mal wurde der Teich vor 12 Jahren gesäubert. Das Wasser hat sich nun über die Zeit in eine dunkle, übel riechende Brühe verwandelt. Passanten haben sich bei der Stadtverwaltung beschwert, sodass nun gehandelt wird. 60.000 Euro wurden von der Stadt Halberstadt für diese Arbeiten zur Verfügung gestellt. Grund für die massive Verschlammung ist der reiche Baumbestand der Grünanlage. Laub, das in den Teich fällt, verrottet und wird zu Schlamm. Die heimischen Fische wie Rotfedern oder Plötzen sind im Halberstädter See freigelassen worden. Und die Goldfische, die unerwartet zahlreich im Schwanenteich lebten, sind jetzt in einem Gartenteich in Emersleben.
Spätestens bis Anfang März 2018 soll die Anlage wieder mit Wasser befüllt werden, weil dann die Laichzeit der Kröten beginnt. Jetzt Tickets sichern für die Jahresabschlusskonzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode. Lassen Sie das Jahr 2017 mit einem musikalischen Feuerwerk zu Ende gehen. Gemeinsam mit seinem Ensemble sorgt Musikdirektor Christian Fitzner mit der Sopranistin Anja Käsmacher für ein unvergessliches Jahresende. Tickets für die Konzerte am 30. und 31. Dezember erhalten Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Schaurig schön, Impressionen von Halloween in Westerhausen. Auch in diesem Jahr führten leuchtende Kürbisse und glühende Rübenköpfe die Kinder durch den Ort, denn die wollten wie immer nur eins. Süßes oder saures! Für das Fest zu Halloween und zur Freude der Kinder und Familien legen sich in Westerhausen jedes Jahr einige Anwohner mächtig ins Zeug und dekorieren ihre Häuser und Wege passend zum Event. Hier direkt an der Hauptstraße mit faszinierender Dekoration oder etwas gruseliger im Oberdorf. Verschiedene Locations überraschen jedes Jahr die Dorfgemeinschaft immer wieder aufs Neue. Nicht nur die Kids verkleiden sich und spuken durch den Ort, inzwischen werden schon mal die Eltern durch die Gassen gezerrt, mehr oder weniger freiwillig. Im Oberdorf wurde auch diesmal wieder mit Lichtzaun und Kulisse ein schauriges Spektakelplätzchen geschaffen. Hier stiegen sogar die Toten aus den Särgen.
nahmen schon mal Passanten in Obhut. Fasziniert, ehrfürchtig, aber dennoch voller Neugier beobachten auch die Kleinsten das Schauspiel in der Dämmerung. Und wollen natürlich auch ihr Süßes erhaschen. Bei so viel Trubel ziehen sich dann sogar die Toten wieder zurück. Auf dem Gang durchs Dorf konnte man auch dieses aufwendig dekorierte Haus von Familie Hartlepp bewundern. Mit Spinnennetzen, Totenköpfen und jeder Menge Kürbiskremassen war das auch in der Weihnachtszeit stets hell erleuchtete Haus wieder ein Hingucker am Halloweenabend. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Zum zweiten Austausch über die Kultur in der Welterbestadt lädt am Mittwoch um 18.30 Uhr der Kultur- und Tourismusausschuss der Stadt ins Palais Saalfeld ein. Dieses zweite Quedlinburger Kulturkonvent soll wieder als Plattform für einen regen Austausch genutzt werden und unter anderem klären, wie die Stadt Künstler unterstützen kann und welches Event dauerhaft in Quedlinburg etabliert werden könnte. Der Ausschussvorsitzende Andreas Damm, Oberbürgermeister Frank Roch und Moderator Markus Bölling hoffen auf viele interessierte Gäste. Das nächste Treffen des Harzer Neubürgerstammtischs für zugezogene Rückkehrer und Einheimische findet am 10. November um 18 Uhr erstmalig in der bunten Stadt am Harz statt. Die Willkommensagentur zu Hause im Harz lädt wieder ein zu einem geselligen Abend in das Alt-Wernigeröder Kartoffelhaus, Marktstraße 14. Wenn Sie sich für den Stammtisch interessieren oder sonstige Fragen haben, wenden Sie sich an die eingeblendete Telefonnummer oder direkt an die Willkommensagentur zu Hause im Harz. Über die Vorbereitung des Kaiserfrühlings 2018 und allgemeine Themen berät der Verein Quedlinburger Kaiserfrühling am 13. November um 19 Uhr im Brauhaus Lüdde in Quedlinburg. Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder und Interessenten herzlich willkommen, denn der Verein sucht nach wie vor neue Mitstreiter. Hallo zu einer kühlen Ausgabe von Kinonews TV. Die Pinguine gehen wieder auf Reise im Sequel des Films von 2005. Die Gefährtin des Pinguins hatte ein makelloses Ei gelegt.